Your riddle is wisdom's test. Take counsel of the wisdom of the tribes and you shall find a way. Seek the cavern of the incarnate, gain moon and star and bring it to Nibani Maesa. Take with you my blessings and blessing of the tribe. Riddle. The eye of the needle lies in the teeth of the wind. The mouth of the cave lies in the skin of the pearl. The dream is the door and the star is the key. Okay. Dann mache ich das Journal doch mal wieder zu. Und, nein, ich mache das Journal wieder auf, weil ich jetzt natürlich ans Ende muss. Und, bla bla bla. The Valley of the Wind. The Ashlander said there's the Wittish Rock at the top of the needle. That might be the skin of the pearl I'm looking for. Ashlander said there is a place called Aaron's Teeth in the Valley of the Wind. Two rock spires mark the entrance to the Valley of the Wind and they bear the name of bla 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 bla. Ja, aber... Two tall rock spires. Aber der, die sagte doch irgendwas davon, dass das in der Nähe von... Selgonipal gewesen sei. Journal, ich gehe da nochmal hin. Jetzt gehe ich nochmal auf Topics. Schade, dass man das nicht irgendwie... Na toll. Na gut, wir gehen da einfach mal hin. Wir rennen da jetzt einfach mal hin. Zur Not gehen wir halt wieder zurück oder suchen die anderen Stämme oder. Das ist ja jetzt nicht so... So das Ding. Das kriegen wir alles hin. Sag mal, ey. Muss das eigentlich immer sein, ey. Das ist doch alles total unnötig. Ihr sterbt doch nur. Okay, da gibt's Geld. Die hat auch nur Blödsinn dabei. Das ist alles nicht wert. Komm, weg damit. So, und dann gehen wir doch weiter. Ich wollte gerade sagen, da sind doch zwei Tall Rocks. Da sind zwei Tall. Na gut, doch nicht. Irgendwie laufe ich gerade völlig falsch. So, ich will diese Richtung, genau. In diese Richtung will ich. Da bin ich einfach über den Berg geklettert. Fieser ich. Das ist aber ein bisschen doof. Dann bin ich ja hier eigentlich irgendwie falsch, oder nicht? Da sind die zwei Tall Rock Spires. Ich war schon die ganze Zeit richtig. So. Da sind sie doch. Das ist doch jetzt das Valley of the Wind. Dann kann ich jetzt hier reinlaufen. Und dann ist the Pearl of the Skin, ist doch da dieses... Schnauze. So. Dann ist doch, Oh ja, jetzt nerv mich. Da ist wieder irgendwas. Ach, Schnauze, komm. Irgendwann greifst du mich an und dann werde ich mich rächen. Eines Tages werde ich mich rächen. So, jetzt zum Beispiel.
Gut, dann laufen wir hier einfach weiter und weiter und weiter. Aber das ist noch nicht die Perle. Sehe ich nicht so, nein. Wow. Was war denn das gerade? Jetzt stirbt, stirbt, stirbt. So. So, von dem Licht her finde ich das jetzt gerade alles sehr suspekt. Mann, jetzt wird schon wieder geladen. Das ist doch ätzend. Ätzend ist das. So. Wir laufen einfach weiter. Also dieses Licht, das irritiert mich gerade so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Cavern of the Incarnate. Ich bin hier richtig. In the dawn hour under Azura's star, the door is opened. Ich bin richtig. Woo, ich glaub's ja nicht. Boah, das speichert doch mal schnell. Ich habe einfach vom Timing her einfach alles richtig gemacht. Da liegen ein paar tote Leute rum. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Oh, oh, oh. Na gut. Hallo Azura. Ich speichere nochmal, das muss jetzt einfach sein. Okay, dann wollen wir doch mal den Ring nehmen. Er dreht sich nicht mehr? Wenn ich näher komme, dreht sich der Ring nicht mehr. Ist ja krass. Moon and Star. Fortify Personality, Fortify Speechcraft. Nerevar Reborn, Incarnate. Your first three trials are finished. Now, two new trials lie before you. Seek the Ashlander Ashkans and the Great House Counselors. Four tribes must name you Nerevarine. Three houses must name you Hortator. My servant, Nabani Meza, shall be your guide. And when you are Hortator and Nerevarine, when you have stood before the false gods and freed the heart from its prison, heal my people and restore Morrowind. Do this for me and with my blessing. Oh, ich bin Nerevar. Unglaublich. Ich bin Nerevarin. Ich bin überrascht. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gerade hier Tränen im Auge. Ich muss mich erstmal wieder fassen. I saw Azura in the cavern of the Incarnate. I received the moon and star, an enchanted ring, and I am the Nerevarin. I have passed the first three trials. Now I must show Moon and Star to the Ashkans of the tribes and the counselors of the houses. Each tribe must call me Nerevarine. Each house must call me Hortator. These are the next two trials. Nibani Maeza shall be my guide. I must return to her and seek her counsel. Okay, ja, ich bin hier gerade irgendwie Peakstar. Welcome, Incarnate, Moon and Star Reborn. Oh. Boah, ich hab hier gerade echt. Ja. Mourner of the Tribe Unmourned. Redeemer of the False Gods. I am Peakstar. I was not the one. But I wait and hope. Ask and I shall answer. If wisdom guides me. So, erzähl mir was über Moon and Star.
You bear the moon and star, the ring of Nereva. None may deny, you are Nereva, reborn. The prophesied incarnate, also der prophezeite Inkarnation. The temple will know you as an enemy. Ordinators will mark you for death. And the tribal faithful of the great houses will hate and fear you. Tribunal faithful. The doubters of the tribes will test your strength and doubt your honor. You will be known. You must prepare and be ready. Verdammt mich. Jetzt habe ich nur Ärger am Hals. Okay. Hortator. You must go before the counselors of the great houses and satisfy them. For only the councils of the great houses can name you Hortator. I do not know the settled people of the great houses and can offer you no counsel. Nerevery. You must go before the Ashkans of the wastest people and satisfy them, for only the Ashkans of the four tribes can name you Nereverin. Speak first with Sulmatul of the Urshilaku and with wise women Nibani Maesa, for of all the Ashlanders they are wisest in the lore of the Incarnate. And you have already shown Sulmatul proof of your worth. Tribe Unmourned. Pity Dagoth Ur and the Sixth House. All they do, all they are, is fool and evil. But they began in brightness and honor, and they cause, and the cause of their fall was their loyal service to you, Lord Nerevar. You told Lord Dagoth to guard the profane tool beneath Red Mountains, and thus he was tempted. He did your bidding when he tried to keep these tools from the tribunal. And so he hates you, who betrayed him, and the tribunal, who mocked his honor, attacked him and stole the profane tools of their own use, for their own use. The Tribunal and Dagoth Ur have the unnatural abilities of lifespans of gods, but they gained these things by actions that mocked the gods and misused divine power. They were ambitious and unwise, and the consequences of their ungodly acts threaten all of the lives in Morrowind. I am a failed incarnate, so are all these who remain here with me in the cavern of the incarnate. I survived the blight, but I fell in battle with an ash vampire. I could not master the arts of war, nor could I learn the ways of the great houses. They would not have accepted me as Hortator. Take these few poor things, they are of no use to me. Embroidered belt, travel-stained pants und mein Journal wurde aktualisiert. So, Hortator Profane Tools. Kagrenak, High Priest of the Dwemer, forge enchanted artifacts to steal the power of the gods. Nereva fought the Dwemer to prevent this blasphemy. But Dagoth Ur took these tools to make himself a god, and the tribunal took these tools to make themselves gods. Though the tribunal thought to do good with their power, they are tainted by the same corrupt desires that move Dagoth Ur. Okay. Ich glaube, die hat mir alles erzählt. False gods, bla bla bla, Moon and Star, Morrowind, my trade. An ancestor has no trade but to guard and counsel the living kin. Not the one, profound tools. Okay.